Menschliche Blut-, Urin- und Gewebeproben sind eine Schatzkammer voller genetischer Informationen. Humanbiobanken haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese Materialien langfristig zu sammeln und der Forschung zur Verfügung zu stellen. Eine der größten nationalen Biobanken entsteht zurzeit am Universitätsklinikum Würzburg. Forschung wurde bisher immer in dem Stil betrieben, dass man gezielt für einen bestimmten Forschungszweck auch die Proben gesammelt hat. Nun ist es eher ein allgemeiner Zweck. Wir hier in Würzburg haben einen sogenannten Open Consent. Das heißt, wir holen uns die Einwilligung der Patienten zur Spende in die Biobank ein in einen sehr offenen Kontext. Das bedeutet, dass wir dem Patienten sagen, wir möchten Ihre Proben für die medizinische Forschung im Allgemeinen. Das heißt, in zukünftigen Settings werden sich erst die Fragestellungen ergeben, für die dann diese Proben unter Umständen interessant werden. Von elementarer Bedeutung ist dabei die Verbindung des Biomaterials mit den Daten des Spenders. Sie umfassen je nach Fall, Alter und Geschlecht bis hin zur kompletten Lebens- und Krankengeschichte eines Patienten. Je umfangreicher die persönlichen Daten, desto genauere Reihenuntersuchungen sind später einmal möglich. Umso besser kann man herausfinden, welche genetischen Risikofaktoren in der Bevölkerung verbreitet sind und welche Lebensumstände sie beeinflussen. Die Kernfrage jeder Humanbiodatenbank muss daher lauten: Wie lassen sich die Persönlichkeitsrechte schützen, ohne die medizinische Forschung zu behindern? In der Biobank in Würzburg gilt der Grundsatz, dass alle Daten pseudonymisiert verarbeitet werden. Das bedeutet, die Identität des jeweiligen Spenders ist verschleiert und in der Biobank nicht ersichtlich und kann nur über einen sogenannten Datentreuhänder wieder aufgelöst werden. Dabei kommt man auf die Stichworte Pseudonymisierung und Anonymisierung. Wir arbeiten pseudonymisiert. Das bedeutet, dieses Kennzeichen des jeweiligen Spenders kann wieder entschlüsselt werden. Das ist wichtig für den Umstand, wenn der Spender seine Einwilligung widerruft und wir in der Folge die Proben heraussuchen und vernichten müssen. 1,2 Millionen Proben sollen es einmal sein. Bei ca. minus 80 Grad Celsius werden sie mit Hilfe eines Roboters eingelagert und wieder hervorgeholt. Bei ihrer Arbeit orientieren sich die Würzburger an dem Fünf-Säulen-Modell, das der Deutsche Ethikrat für Biodatenbanken entwickelt hat. Es empfiehlt eine genaue Festlegung der Nutzung, die Einbeziehung von Ethikkommissionen, eine Qualitätssicherung und Transparenz. An erster Stelle steht jedoch das Biobankgeheimnis, das unter anderem eine Schweigepflicht aller Beteiligten umfasst. Aber ist dieser immense Aufwand wirklich notwendig? Wo lauern die Gefahren? Es sollte nicht passieren, dass die Daten eines Patienten ohne dessen Wissen in einem Kontext verwendet werden, den er nicht für gut hält und dem er niemals zustimmen würde. Das betrifft Versicherungen, das betrifft Arbeitgeber, das betrifft Polizei und Staatsanwaltschaft. Niemand sollte wegen seinen Daten, weil die Konstellation so oder so ist, irgendwelche Nachteile erleiden, es sei denn, er willigt wissentlich in die Verwendung seiner Daten ein. Und hier müssen wir höchstmögliche Maßstäbe ansetzen. Ein abschreckendes Beispiel sind kommerzielle Biobanken. In Island wollte die Firma Decode Genetics das Erbgut aller Inselbewohner entschlüsseln. Ein Gericht untersagte jedoch das Sammeln von Daten ohne Einwilligung der Beteiligten. Inzwischen geht die Firma einen Schritt weiter. Mit bioinformatischen Methoden will sie die Daten, die sie bisher durch Einwilligung erhielt, auf die gesamte Bevölkerung hochrechnen. Ein neuer Rechtsstreit ist entbrannt. Der Missbrauch von Daten beschränkt sich aber nicht nur auf Island. In anderen Ländern gelten andere Regeln. Und wir sehen es im Vergleich mit anderen Biobanken, zum Beispiel in England oder USA, dass dort Datenschutz in einer ganz anderen Weise als zum Beispiel in Deutschland gelebt wird. Und Biobanken möglicherweise auch gezielt ins Ausland gehen, um andere Datenschutzbedingungen vorzufinden. Das ist mit Deutschland in keiner Weise vergleichbar. Eine große Gefahr entsteht auch aus der Vernetzung der Biodatenbanken. Wer garantiert, dass die Standards von Würzburg überall in Deutschland eingehalten werden?
Und wie reagiert man auf Anfragen aus dem Ausland? Der Datenspender ist dabei in der schwächsten Position. Die Bioinformatik kann seine Proben immer perfekter analysieren und die dazu passenden Medizindaten lassen sich an vielen Orten finden.